Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Assassin's Creed Syndicate. Hier auch mal zur Anmerkung, wenn ihr was hinten im Hintergrund ballern hört, das sind Böller, weil heute immer noch der 1. Januar ist. Ja, und ich mache gerade hier immer noch eine schöne Aufnahme. Explosives Ende. Was war das hier? Das muss ich sowieso wieder mit Jacob machen. Nach drauf geschissen. Weil ich immer noch am 1. Januar 2016 aufnehme. Ja. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Ich weiß auch nicht, warum man reinrutschen sagt. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ja. Das müsste ja schon. Das neue Jahr müsste jetzt seit. Keine Ahnung, 11 Tagen schon. Also ich müsste jetzt 11. bei euch sein, circa. Irgendwie sowas um den Dreh. Wenn ich mich jetzt not complete. Oder. Ne, der 11. Nee. Noch länger. Warte, ich hab jetzt. Ach, drauf geschissen. Ja, ich glaube, ihr habt euch nicht die Hand weggebombt, sonst könnt ihr das hier gerade im Krankenhaus sehen. Weil ich denke, wenn ihr euch die Hand oder die Finger wegbomben würdet, würdet ihr ein bisschen länger im Krankenhaus liegen. Dann helft euch wenigstens bei der Genesung. Hier auch mal cool sein, so. Also so, nicht die Hand wegbomben, sondern so zu wissen, dass ich jemandem dabei helfe. Sein Tag ist zwar schöner. Das werde ich ja bei hoffentlich jedem machen, der das Video gerade guckt. Haha. So, ein explosives Ende. Frank Morris hat den Sprengstoffvorrat der Templer gefunden und wird versucht, um jeden Preis zu nehmen. Umgelagert werden. Wir müssen los. Da hinten steht eine Kutsche. Wenn wir uns drin verstecken, fahren Sie uns direkt zu ihr. Alles klar. Sie gehen nach Hause. Ich verstecke mich allein in der Kutsche. Okay, muss mir ein bisschen schneller in die Kutsche verstecken. Das ist ja die perfekte Aufgabe für Evie. Die lasse ich leben, bis sie mich an unser Ziel gebracht haben. Genau. Und verstecken. Ich wollte schon sagen, ich steig jetzt mit ein. So, warten. Tja, jetzt kriegen sie das Zeug nicht mehr. Scheiß Anarchisten. Könnten kein Besäufnis in der Brauerei organisieren. Das wurde auf Zeit. Warum hat das so lange gedauert? Ja, das möchte ich sehen, wie jemand versucht, hier einzubrechen. Also die Federung von der Kiste hinten drauf, die ist ja super. Also das ist ja echt so eine perfekte Federung. Aber die Federung von dem Wagen finde ich cool. Also von der Kutsche, das finde ich echt cool. So. Temperament. Okay. Moin. Ganz ruhig. Und das wird gut. Was ist, wenn ich das zünde? Wie groß ist die Explosion? Wie groß ist die Explosion? Gucken. Etwas größer, als ich dachte. Tut mir leid, aber ich kann einfach nicht anders. Ich räche meinen Sohn. Halt! Ich schieße! Mr. Morris! Der Arme. Hoffentlich findet er Frieden. Lasst uns die Kisten zerstören! Besser, wenn niemand dieses Zeug in die Finger kriegt! Richtig. Wollt ihr das gerade anzünden? Zünd ich das mal an. Moin! Wie geht's? So, hier haben wir auch noch irgendwo Nitroglycerin, was höchstwahrscheinlich über meinem Kopf rumschwirrt. So, eben mein Kratzen hier. Beziehungsweise, ja. Moin, wie geht's? Gleich nicht mehr gut. So. Holy shit! Oh.
Das wusste ich natürlich, dass das direkt beim... Okay, das ist Nitroglycerin. Hätte man sich denken können. Eigentlich. Gib mal eine Kiste her. Ich werf mal. Warte. Ich kann ja eigentlich so machen. Oh. Hi, Bruder. Nicht. Das war doof. Das war doof von ihm. Das war echt doof von ihm. Aber ich habe einen sehr, sehr coolen Vorwärtssalto gemacht, by the way. Die GBI hat einen coolen Vorwärtssalto gemacht. Muss ich sagen. Warum kann ich das zerstören? Warte mal, kann ich das nicht mit meinen schönen Bolzen? Da immer so zack. Ach ne. Das sind nur Hallo. Sie gehen. Hallo. Hallo. Und so. Ich schieß da drauf. Dann schieße ich nicht da drauf, dann töte ich dich halt eher. Fuck, jetzt habe ich noch mehr Medizin genommen. Was ist, wenn ich darauf schieße? Ich sollte darauf schießen. Nein. So. Ach, hier da oben habe ich gemerkt. Ich geh mal da hoch, ne? Du kannst unten bleiben. Abschießen ist nicht nett. So. Müssen wieder irgendwie hoch. Kann man vielleicht so irgendwie mit L1 da hoch? Ja, ich muss hier so hoch. So. Nitroglycerin auf dem Dach lagern. Ist, glaube ich, mal gar nicht so schlau. Ich kann das aber hier runterwerfen. Lass mal. Warte mal. Ich will die Kutsche damit treffen. Ist zwar super fies, aber man kann es ja mal machen, ne? Okay. Das hätte ich mir denken können, ich habe das Pferd getötet. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Ich möchte eigentlich nur die Kutsche zerstören. Kommt jemand. Oh Mann, ich hab schon wieder die Kutsche den Menschen getötet. Das Pferd getötet. So. Zack. Ist der Nächste weg. So, mit Marx reden. Rede ich mal mit ihm, weil ich hier vorankomme. So, zack. Okay. Das Glycerin, das Nitroglycerin ist auf jeden Fall jetzt weg. Und wird nicht mehr so groß uns schaden. Hoffe ich natürlich. So, Max, wie geht's Ihnen? Sie sind zurück, Mr. Morris. Verstehe. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passiert. Er war ein guter Mann, doch auch die Besten können vom Weg abkommen, wenn die Trauer sie blind macht. Trotzdem danke, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen ist. Kein Problem. Hab ich jeden getan, Bro. So. Explosives. So. Na, jetzt 9 Minuten. 9 Minuten. Derzeit kann ich eigentlich noch was machen. Mitkommen, mitkommen. Ich nehme mal alle mit, die ich hier finden kann. Oder ist Karl Marx? Ich finde es interessant, wenn was so Leute in Videospielen machen, wenn die mal so rumgehen. Und zum Beispiel jetzt Marx, wo der jetzt wohl hingehen wird. So, Marx. Ach, genau, bekämpf die mal. Ach, kann ich ja gleich mitnehmen hier. So, reingehauen, ne? Ach, scheiße. Na doch. Wow. Im Ernst? Im Ernst? Okay. Ich habe einzigartiges Material gekriegt. Das war jetzt eine verdammt schnelle Runde. Beziehungsweise nicht Runde, sondern... Wie viel Kräfte sein? Ich weiß, was ich machen kann. Für den Rest der Folge. Oh mein Gott, darauf habe ich richtig Bock. Ich kann... dahin gehen. In den Kampfclub.
Mir ist scheißegal, welches empfohlene Level da ist. Ich gehe da jetzt hin. Ich glaube nämlich mit Jacob bin ich, oder ich bin mit beiden Level 8, glaube ich. Zu wissen. Ich habe jetzt richtig Bock. Mal gucken, ob ich da das schaffe. Ein Dreifügel, die im Armviertel lebt, hat einen Raum von 2x2 Metern zur Verfügung. 2x2 Meter? Das ist nichts. Eine dreiköpfige Familie. Alter. Das ist gar nichts. Wir können hier mal eine Tür so hinlegen. Dann habt ihr 2 Meter. Habt ihr nochmal. Und dann noch eine Tür. Beziehungsweise ihr könnt auch einen Zollstock so im Viereck legen, wenn ihr 4 Zollstücke habt. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Ja, genau. Das solltet ihr jetzt machen. Wenn eure Eltern sich bestimmt nicht irgendwie so oder wenn ihr allein lebt, dann natürlich nicht eure Eltern. Ihr wird sich bestimmt keiner drüber wundern, wenn ihr auf einmal so in so einem 2x2 Meter kleinen Kasten befindet. Das sieht komplett normal aus. Mach ich auch mal. Jedes Mal, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen, dann setze ich mich hin und setze mich an den 2x2 Meter Viereck. Dann tue ich da das, was Menschen tun, wenn sie nicht aufnehmen. Beziehungsweise das, was YouTuber tun, wenn sie nicht aufnehmen. Nichts. Ja. Das mache ich die ganze Zeit, wenn ich nicht aufnehme. Nichts. Gar nichts. Er lebt da nicht. Na, Scherz. Das müsste euch eigentlich auch klar sein. Also, das war... Drauf geschissen! Was habe ich eigentlich gerade für einen Scheiß gelabert? Meine Güte. So. Wir sind gleich beim Kampfclub. Irgendwie muss man ja die... Links überbrücken, die Zeit. Okay, hier hat irgendwas gerade gestrahlt. Man muss hier rein? Man muss hier lang. Da muss ich rein. Genau da. So, öffnen. Dann wollen wir mal mit Jacob bleiben, natürlich, nicht mit Evie. Mit Jacob. In einem Ring sogar. Nicht schlecht. Dann wollen wir in einem Ring kämpfen. Wenn ich mich zu Jacob jetzt mache. Oder Evie kämpft. Evie kämpft, lol. Okay. Dann lassen wir mal Evie kämpfen, kein Problem. Warum nicht? Leute, dass man mit Jacob immer kämpft. Dann lassen die sich mal von der Frau den Arsch versohlen. Und nicht in dem Sinne, wie ihr gerade denkt, so, ne? Das stimmt. So, das war die erste Runde. Kampf gewonnen. Jetzt kommt die zweite Runde. Da kriege ich 700 Pfund für. Na komm. Das schafft ihr sowieso nicht. Das schafft ihr sowieso nicht. Der Ring ist verdammt groß, fällt mir gerade mal auf, ne? Irgendwie. Oder? So, im Vergleich zu einem echten Ring. Normalerweise ist der ein relativ kleiner. Oder nicht? Ich hoffe, dass ich mich hier jetzt nicht komplett vertue. Alter. Okay. Das war die Runde. Wenn die Runde beendet? Ja. Ist. Wenn die Runde beendet ist, so. Bei der nächsten Runde kriegen wir schon 1000. Das ist nicht schlecht. Das kann man machen. Um andere zu verprügeln. Um 1000 Pfund zu kriegen. Um einen Ring zu steigen. Und zu wissen, dass man natürlich alle kaputt haut. Das ist nicht schlecht. So. Auch wenn wir Evie jetzt nicht so auf super hart, ich hau dich kaputt. Aua. Ist nicht nett, einen Daumen zu schlagen. Geskillt haben. Schafft sie es doch ganz gut. Kommen Sie bitte wieder. Hören Sie? So, Wettkampf. Weiterkämpfen natürlich. Für ein bisschen mehr Geld. Insgesamt kriegen wir, glaube ich, am Ende 4000. Come on. Na, wie geht's hier? Hier geht's gleich nicht mehr gut. So. Oh nein. So, die decken sich alle. Das ist richtig kacke.
Und dann kann ich den nicht einfach so angreifen. So, den kann ich aber so angreifen. Und hier ausweichen. Fuck, kommt noch einer. So, der entdeckt sich immer noch. Ja, jetzt nicht mehr. Dann schleichen wir den weiter. Dann brech ich den Arm. Holy fuck, wie viel kommen hier noch? Okay, so langsam wird es doch wohl... Ich denke mal schwerer. Hat hier den Arm gebrochen. Ich glaube mit Jacob wird das hier alles schneller gehen, weil wir das halt drauf gesinnt, weil wir ihn halt auf pures Gib ihm Skillt haben. Ich denke, das wäre mit Jacob hier leichter. Aber natürlich ist es jetzt hier... Eevee kann natürlich auch was. Nur so gesagt, ne? Was wäre eigentlich, wenn wir genau... Aua! Genau andersrum geskillt hätten. Aua! Alter! Der hat mich fast K.O. Fuck, wenn ich das jetzt nicht schaffe, gehe ich nur mal mit Jacob rein, by the way. Nicht mit Eevee. Dann soll Jacob mal zeigen, was er hier kann. Hoffentlich beehren sie diesen Ring bald wieder. Oh fuck, Alter. Ich darf jetzt keinen Schlag einstecken. Okay, drauf geschissen. Ich mach weiter. Auch wenn ich dann das Geld nicht mehr kriege. Ich habe noch sehr, sehr wenig Leben. Komm schon, Eevee. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh, ho, 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 ho. Der wollte mich gerade schlagen. Nein, du schlägst mich nicht. So, dir recht den Arm. So, vorne sehe ich schon einen, der reinkommen will. Ah, oh, fuck, 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 fuck. Oh nein. Oh nein. Nein! Alter! Scheiße. Okay, jetzt versuchen wir das nochmal mit Jacob. Hab ich jetzt überhaupt Geld gekriegt? Ich glaube nicht. Shit. So, versuche ich mal mit Jacob. So. Komm. Jacob, jetzt schaffst du's. Du haust jetzt kaputt. So, Jacob. Wer traut sich als erstes ranzukommen? Du? Alles klar. Dann wirst du auch als erstes geschlagen. So, zack, zack, zack. So, das war's schon mal mit beiden. Die erste Runde war ja bei beiden natürlich leicht. Hab ich voll den Arm gebrochen. Aber so volles Matt. So, hier geht's weiter. Wer traut sich? Du traust dich? Du traust dich? Das finde ich aber toll. Come on. Nein, du willst mich nicht schlagen. Das ist nur in deiner Fantasie so. Genauso wie bei dir. So. Arm gebrochen und dann nochmal aufs Knie. So. Nächste Runde, mein Lieber. Das schaffen wir natürlich. So, ich greife mal jetzt als erstes den an. Da hole ich jetzt mal als erstes. So. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich habe einen eingesteckt. Erstmal im Warten. So, jetzt kommt der. Nein. Du schlägst mich nicht. Okay, der ist auch weg. Und du auch. So. Diese Rüpel werden es bereuen, sich mit ihnen angelegt zu haben. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. So, jetzt kommt schon eine schwere Runde. Ich glaube, das war jetzt 1500. Ich glaube, jetzt einmal bevor wir mit Eevee weggegangen sind. Nein. Nein, fuck off. Diese scheiß Arschlöcher, ne? Nein. Doppel ausschalten. Ja, da kommen ja noch mehr. So, jetzt sollen die mich wieder angreifen. Genau der hier, das ist gut. Jetzt. Kann der mich gerade angreifen? Oh nein. Boah, wenn die nicht decken. Wenn die. Ja, genau!
Das konnte ich ja gar nicht blocken. Alter, das ist voll schwer. Auch mit Jacob. So, hier wieder Doppel. Kann er sich nicht wenigstens ein bisschen zwischen den Runden erholen? Das wäre viel besser. Diese Rüpel werden es bereuen, sich mit ihnen angelegt. Ach, meine Güte. Ich darf jetzt keinen Schlamm mehr einsteigen. So, da sind wir jetzt in der Runde, wo ich mit Evie leider gescheitert bin. So, mal eben abwarten. Immer schön abwarten. Erstmal. Bevor ich jetzt hier dumme Sachen mache. Oh mein Gott, der hat mich gerade. Der wollte mich gerade schlagen. Kann ich den aber schlagen? So, dann kann ich den hier zusammenschlagen. Dann kommen drei neue. Hier mache ich mal den ersten Schlag wieder. Damit mein Kombo natürlich nicht vorbeigeht. So, come on. Weg mit dir. Nein, bei dir war ich nicht aus. So, mein Kombo muss bloß aufrecht bleiben. Dann ist alles gut. Also kann ich sie sehr, sehr schnell am Rand des Todes bringen. Alles klar. Wie viele Runden muss ich noch? Ich glaube, das ist jetzt gleich die letzte. Nein, ist nicht die letzte. Oh, fuck, ich mach weiter. Ich versuch's jetzt. Ich mach jetzt nur Risk No Fun. So, abwarten. Immer schön abwarten. Jetzt will er. Jetzt wollen beide. Den bringe ich aus der Deckung raus. Holy shit. So, wollte es mich schlagen? Wollte ich mich schlagen? Schaffst du aber nicht. Er auch. Gut. Nein! Holy shit. So, Doppel. Oh, da stehen schon die Nesten wieder bereit. So, jetzt eben wieder warten, bis mich jemand angreift. Zum Beispiel dich. So, ich will hoffen, die gehen jetzt. Fuck. Holy shit. Ja, das war's mit mir. Das war's jetzt schon. Ja, das war's mit mir. Es reicht. Shit. Okay, dann lass es erstmal mit dem Kampfclub. Da warte ich doch noch, bis ich weiter oben bin. Ich glaube, ich bin jetzt Level 6. Ich habe jetzt gegen Level 8 gemacht und bin fast durchgekommen. Alles klar. Nicht schlecht von beiden. Echt nicht schlecht. Aber ich werde hier nochmal zurückkommen, wenn ich Level 8 bin. Dann würde ich aber euch jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich... Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's jetzt auf jeden Fall von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.